früher wirklich typisch klischeehaft gedacht, psychische Erkrankungen, ach, die Leute, die stellen sich an, die sind faul, das gibt's ja eigentlich gar nicht wirklich. Du bist gewohnt, einfach weiterzumachen. Und da ist es schon so, dass Sportlerinnen und Sportler da brauchen, den Mut irgendwie zu besitzen, sich einzugestehen, läuft gerade nicht so. Das war im Training ein ständiges Vergleichen, ein ständiges Schauen auf die Zeiten, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich an den Start gegangen bin, ohne dass es mir wirklich schlecht ging. Und das aber auch in dem Maß, dass ich an der Startlinie stand und dachte, ich will hier nicht stehen. Ich habe es nicht geschafft, einkaufen zu gehen. Ich habe es dementsprechend nicht geschafft, zu kochen, nicht zu essen. Das kann man sich nicht vorstellen als gesunder Mensch, aber es ging einfach nicht. I don't wanna lose control. Ich bin Christiane, 32 Jahre alt, Journalistin, Mama und ehemalige Leistungssportlerin. Mich bewegen Themen rund ums Frausein, Muttersein und Sporttreiben. In dieser Folge möchte ich wissen, wie wichtig ist es, im Sport nicht nur körperlich, sondern auch mental fit zu sein? Wie wirken sich Leistungsdruck und Ängste aus? Und was kann helfen? Um das zu klären, treffe ich Profifußballerin Carina Schlüter, die auf Instagram offen über ihren Weg raus aus der Depression gesprochen hat. Ex-Leichtathletin Julia Hör erzählt mir, warum sie mit dem Leistungssport aufhörte und inwiefern ihre MS-Erkrankung zu einer neuen Wertschätzung ihres Körpers geführt hat. Von Sportpsychologe Henning Trien will ich wissen, was man gegen zu viel Leistungsdruck tun kann. Und bei Mental Coach Sabine Eich probiere ich Sporthypnose aus, um eine Angst zu überwinden. Mentale Gesundheit im Sport, oft ein Tabuthema, vor allem dann, wenn es nicht gut um sie steht. Carina Schlüter hat mit diesem Tabu gebrochen. Sie ist Ex-Nationalspielerin und Profifußballerin beim SKN St. Pölten in Österreich. Auf Instagram hat sie ihre Depression öffentlich gemacht und auch ihren Weg daraus. Anstatt auf dem Fußballplatz treffe ich Carina zu Hause. Wir haben uns zum Acrylmalen verabredet, denn seit ihrer Depression hat die Torhüterin mit Malen und Zeichnen begonnen. Wann hast du dir denn das ganze Equipment zugelegt? Also, weil du hast vorher gar nicht gemalt. Nee, ich war fest davon überzeugt, dass ich nicht malen kann. Also ich war fest davon überzeugt, ich kann noch nicht mal ein Strichmännchen zeichnen. bis ich dann es einfach mal ausprobiert habe und es irgendwie doch funktioniert hat. Also tatsächlich da der Tiger oben links, das ist meine allererste Zeichnung. Wow. Wo ich dann festgestellt habe, okay, ein bisschen funktioniert es irgendwie doch. Wir malen heute Carinas Lieblingsmotiv, einen Löwen. Beim Malen kommt Carina runter, kann zermürbende Gedanken ausblenden und komplett abschalten. Etwas, was ihr in den schlimmsten Phasen der Krankheit sehr geholfen hat. Ich habe dann tatsächlich auch nachts viel gemalt, wenn ich wirklich gemerkt habe, okay, es geht gar nicht und die Gedanken werden ja irgendwie immer drängender, immer nerviger, anstrengender, wie auch immer, dass ich mich wirklich dann nachts hingesetzt habe und nachts stundenlang gemalt habe. Und das hat mich immer so ein bisschen runtergebracht. Und ich sage, meine schönsten Bilder sind tatsächlich dann nachts entstanden. Im Januar 2020 war Carina verletzt, erzählt sie. Pantellasehnenentzündung. Damals spielt sie bei Bayern München. Die Reha geht nicht wirklich voran. Anstatt mit den Mädels auf dem Platz zu stehen, arbeitet sie alleine und frustriert an einem ungewissen Comeback. Wie hast du überhaupt gemerkt, so okay, irgendwas ist hier irgendwie gerade nicht so, wie sich es normalerweise anfühlen sollte? Also ich konnte es am Anfang gar nicht so wirklich greifen. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht, aber was konkret ist keine Ahnung. Ja. Das waren vor allem extreme Schlafprobleme, die ich hatte. Also es war nicht nur, dass man mal ein paar Tage schlecht schläft oder sowas. Ich glaube, das kennt ja jeder. Oder auch mal eine Woche, weil man irgendwie viele Gedanken hat oder sowas. Ja. Bei mir waren es wirklich Monate. Und mit schlecht schlafen meine ich maximal dreieinhalb Stunden die Nacht. Ja. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Hattest du selber eine Vermutung, was da quasi bei dir los ist? Oder war so der Gedanke, dass das eine Depression sein konnte, auch erstmal irgendwie total abwegig für dich? Das war mehr als abwegig. Also, ja. Ich habe früher wirklich typisch klischeehaft gedacht,
psychische Erkrankungen, ach, die Leute, die stellen sich an, die sind faul, das gibt's ja eigentlich gar nicht wirklich. Oder ja, vielleicht hatten die einfach ein paar schwierige Situationen im Leben, aber die sollen sich mal nicht so anstellen. Somit wusste ich auch nicht, was ist überhaupt los. Mhm. Also ich konnte es überhaupt nicht einordnen, was da passiert ist oder was da gerade ja vorgeht in mir. Dabei waren die Anzeichen richtig heftig. Bei Carina blieb es nicht nur bei den Schlafstörungen. Irgendwann fühlte sie sich komplett taub, von ihren Gefühlen abgeschnitten und hatte für nichts mehr genügend Antrieb. Ich saß teilweise zu Hause auf der Couch oder ich lag auf der Couch und ich habe es nicht mal geschafft, einen Geschirrspüler anzustellen. Okay. Das wären 3 Meter gewesen und ein Knopfdruck. Es ging nicht. Ja. Ich habe es nicht geschafft, einkaufen zu gehen. Ich habe es dementsprechend nicht geschafft, zu kochen, nicht zu essen. Das kann man sich nicht vorstellen als gesunder Mensch, aber es ging einfach nicht. Es war einfach nicht möglich. Carinas Familie lebt weit weg von München. Ihr konnte sie leicht etwas vorspielen. Doch Carina erzählt, dass sie auch ihren Mitspielerinnen oder Freunden versucht hat, eine heile Welt vorzumachen. Ich habe alte Bilder rausgesucht, wo ich mit Freunden Kaffee trinken war, wo ich eine Fahrradtour gemacht habe. Habe die in meine Instagram-Story gepostet. Ach, um einfach Leuten zu zeigen, hey, es geht mir gut, ich bin unterwegs, ich bin aktiv, ich gehe raus, ich mache was. Aber ich hing auf der Couch und konnte eigentlich nicht. Aber ich wollte halt diese Fassade aufrechterhalten. Ja, weil das für dich dann irgendwie auch Schwäche war, irgendwie einzugestehen, so eigentlich geht es dir gar nicht gut. Extrem, ja. Extrem, ja. Ich habe mich geschämt, es war für mich Schwäche, es war für mich so dieses, weiß nicht, von klein auf, egal was Carina Schlüter angepackt hat, sie hat es hinbekommen und nicht nur gut hinbekommen, sondern alles sehr, sehr gut hinbekommen. Alles überdurchschnittlich gut hinbekommen. Und jetzt bekomme ich was nicht hin? Was ist denn das? Krass, wie schwer es Carina fiel, sich offen zu zeigen. Schließlich hat ihr Physiotherapeut die Show durchschaut und den Kontakt zu einem Psychologen hergestellt. Ich glaube, da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt, dass ich vielleicht doch Hilfe brauche und dass ich vielleicht doch nicht alleine damit klarkomme. Sonst war ich immer so, Hilfe annehmen brauche ich nicht. Und da habe ich halt gemerkt, okay, es geht jetzt schon echt lange so. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass mir da mal jemand helfen kann. Es bleibt nicht bei Gesprächen mit einem Psychologen. Carina muss in eine psychosomatische Klinik. Mehrere Aufenthalte folgen. Sie dauern bis zu 15 Wochen. Nebenbei versucht Carina, sich auch körperlich fit zu halten. Ich frage sie, welche Rolle der Fußball bei ihrer Erkrankung spielte. Ich vergleiche es im Fußball sehr oft mit der Rückennummer, die man ja eh auf dem Trikot trägt. Man ist halt einfach eine Nummer. Yeah. So, man ist halt nicht unbedingt die Person, man ist nicht unbedingt der Mensch, man ist die Nummer. Ist die Nummer verletzt, wie eine kaputte Maschine, wird sie ausgetauscht. Und gerade wenn man dann so Charaktereigenschaften hat, wie ich sie mitbringe, Perfektionismus, extremer Ehrgeiz, teilweise ungesunder Ehrgeiz, das spielt natürlich da auch alles mit rein. So, ich sag, dass bei mir der Fußball sicherlich eine große Hilfe war, in vielen Bereichen, als es mir mental nicht gut ging. Aber es kann natürlich dann auch überkippen in das andere Extrem, dass halt der Fußball da ja auch vielleicht ein Auslöser oder ein Grund für ist. Auf Instagram geht Carina nach ihrem letzten Klinikaufenthalt einen, wie ich finde, mutigen Schritt. Sie spricht offen über ihre Depression. Und das als Profisportlerin, die in der Öffentlichkeit steht. Wie war denn eigentlich die Reaktion, also gerade als du es auch auf Instagram dann öffentlich gemacht hast, welche Reaktion hast du so bekommen? Ich habe als allererstes mein Handy ausgemacht, weil ich es erstmal gar nicht so genau wissen wollte, weil ich große Angst vor negativen Reaktionen hatte, sehr, sehr große Angst. Und dass Menschen vielleicht schlecht über mich reden von wegen, ja, wie will die jetzt je wieder Fußball spielen, wenn die psychisch labil ist, und hat auch noch eine Torhüterin und die soll sich mal nicht so anstellen. Und als ich mein Handy dann wieder angemacht habe, habe ich es wahrscheinlich nach einer halben Stunde doch wieder ausgemacht, weil so viele Nachrichten reinkamen, aber wirklich durchweg positive. Sehr unterstützend, sehr, sehr positiv und sehr viele, die mir gesagt haben, wie unglaublich mutig ich bin, wie stark ich bin. Sehr, sehr viele berührende Geschichten von Menschen, denen es ähnlich geht. Wie ist so dein Gesundheitszustand heute? Bist du wieder die alte Carina oder wie würdest du das beschreiben? Die alte Carina Gott sei Dank nicht, sondern eine mit sehr viel mehr Lebenserfahrung, mit sehr viel mehr Lebensqualität und mit sehr, sehr viel mehr Wertschätzung und Dankbarkeit. Also ich bin komplett gesund, ich bin auch nicht mehr in Therapie, also auch nicht mehr in ambulanter Therapie, weil wir da echt gesagt haben, hey, damit sind wir durch. Mega starke Geschichte, Carina. Danke. Danke, dass du sie teilst. Sehr, sehr gerne, ja.
So, und jetzt malen wir endlich mal. Until I do, don't you worry about me, I'm cool. Carina hat es von der Klinik in die Champions League geschafft. Seit Juli 2022 spielt sie in St. Pölten. Der SKN kennt ihre Geschichte. Hier fühlt sie sich nicht wie eine Nummer, sondern als Mensch angenommen. Carina hat den Weg raus aus der Depression gefunden. Aber wie merke ich überhaupt, dass etwas nicht nur eine schlechte Phase, sondern eine Erkrankung ist? Ab wann spricht man von einer Depression? Das will ich von Sportpsychologe Henning Trien wissen. Er arbeitet mit vielen Profisportlerinnen zusammen, darunter auch Nationaltorhüterin Merle Frohns. Wie merke ich denn eigentlich, irgendwas stimmt da irgendwie gerade nicht? Irgendwas ist nicht so, wie es so bei mir sein sollte. An unterschiedlichen Aspekten. Ich glaube, eins ist erstmal, wenn ich merke, okay, der Antrieb, die Motivation fehlt mir irgendwie, die normalen Dinge, an denen ich sonst Spaß habe. Wenn der nicht da ist, dann könnte ich mal anfangen zu hinterfragen, okay, wo kommt denn das eigentlich her? Ja. Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich regeneriere vielleicht nicht so, wie ich regenerieren müsste, bin kaputter, müder, fühle mich platt, obwohl vielleicht Einheiten gar nicht so schwer waren. Ich komme nicht raus, weil ich gar keine Lust habe, mich mit auch mal Freundinnen, Freunden zu treffen. Und einfach merke, okay, das, was hier gerade stattfindet, weicht sehr von der Normalversion, die ich kenne, ab. Und das wären so Punkte, wo ich schon mal dann ins Überlegen kommen könnte, um zu sehen, okay, woran liegt das gerade? Wann wäre denn so ein Zeitpunkt, wo ich mir vielleicht Hilfe holen sollte? In dem Moment, wo ich merke, ich nehme irgendwie Anpassungen vor in meinem Alltag, in meinem Sozialverhalten und es ändert sich aber nichts. Also wenn ich quasi wirklich in den Spiegel schaue und merke, okay, wenn ich ganz ehrlich bin, alleine wird das nichts, dann wäre im Optimalfall der Moment gekommen, zumindest schon mal sich jemand gegenüber zu öffnen. Es muss ja nicht direkt professionelle Hilfe sein, aber der erste optimale Schritt wäre schon, jemand im Umfeld mal mitzuteilen, okay, mir geht's gerade nicht so gut. Leistungsdruck oder depressive Episoden können natürlich auch Hobbysportlerinnen haben. Aber gerade der Profifußball, wie ihn auch Carina erlebt hat, ist knallhart. Wenn man jetzt im Hochleistungsbereich schaut und wenn es darum geht, okay, ich bin Nationalspielerin, ich würde gerne auch bei einer EM, WM spielen, dann ist schon wichtig, dass ich auf dem Weg dahin eine sehr überschaubare Anzahl an wirklich eklatanten Fehlern mache oder eine Form habe, die dementsprechend gut ist. Weil ganz klar ist, wenn ich da nicht performe, dann komme ich nicht in die Nationalmannschaft oder dann bin ich vielleicht auch nicht mehr für die größten Clubs interessant, dann wird mein Vertrag nicht verlängert. In dem Spannungsfeld befindest du dich dauerhaft. Das zu ertragen gehört wohl beim Leistungssport einfach dazu. Und natürlich mündet auch nicht jede schwierige Phase im Sport in einer Depression. Henning erklärt mir, dass man erst von einer depressiven Episode spricht, wenn mindestens über 2 Wochen lang Symptome auftreten wie Antriebslosigkeit, dauerhaftes Grübeln, innere Unruhe oder ein Gefühl von Schwere. Aber wer ist dann für mich zuständig? Gar nicht so easy. Psychologen wie Henning sind quasi wissenschaftliche Coaches. Sie beobachten, analysieren und beraten. Aber sie therapieren keine Krankheiten. Das machen PsychotherapeutInnen. Sie dürfen damit auch Depressionen therapieren. Und PsychiaterInnen? Die haben Medizin studiert, dürfen therapieren, Medikamente verschreiben und in Kliniken überweisen. Öffentlich über eine Depression zu sprechen, fällt vielen Sportlerinnen schwer. Henning sagt, das muss auch gar nicht jede. Wichtiger ist, sich Hilfe zu holen. Und auch man selber kann ein bisschen was tun, wenn der Stress im Sport anfängt, zu viel zu werden. Ich glaube, man muss für sich etwas finden, das mir selbst gefällt. Wenn es Achtsamkeitsmeditation ist, super. Wenn es einfach nur Kochen ist, wo ich dann mal runterfahre oder einen Spaziergang, auch super. Ich würde mich da nicht auf eine Methode festlegen, sondern eher darauf schauen, okay, was habe ich denn für einen Effekt? Und wie gesagt, der kann marginal klein sein. Aber selbst wenn ich einfach nur danach denke, okay, jetzt kann ich mit dem Tag abschließen und fühle mich weniger gehetzt oder sonst was, dann ist das toll. Natürlich muss man unterscheiden zwischen psychischen Erkrankungen im Sport und Dingen, die fast jede Sportlerin kennt, wie Leistungsdruck, Blockaden oder Ängste.
Letzteres kenne ich auch und das, obwohl ich heute nur Hobbysport mache. Kann ich auch dagegen was tun? Ich probiere mal Sporthypnose aus und habe mich bei Mentaltrainerin Sabine Eich zu einer Session angemeldet. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Christiane. Sabine, freut mich. Hier um die Ecke. So, genau, hier um die Ecke. Bitteschön. Und ich sehe als erstes, wo ich direkt ein Klischee löschen, hier steht keine Liege. Nee. Und ich bin auch mal froh, wenn ich mit Vorurteilen aufräumen kann. Das ist auch gar nicht notwendig. Ich glaube, bei Hypnose hat man sofort irgendwie so genau Pendel oder irgendwie so gewisse Vorstellungen. Was erwartet mich hier heute? Ich glaube, es hat nicht viel mit Pendel zu tun. Nee, also ich nenne es ja auch nicht Hypnose. Hypnose, es ruft viele Missverständnisse hervor, viele falsche Verknüpfungen. Hypnose, ich definiere es als einen entspannten Zustand. Manchmal vielleicht tranceähnlich, aber wenn man dann Impulse von außen geht und in eine Visualisierung geht, dann läuft da immer ein Film ab. Wir denken ja an Bildern und im Prinzip macht man sich das zunutze. Die Sporthypnose ist also eher ein mentales Training, bei dem ich mir Bewegungsabläufe oder bestimmte Sportsituationen vorstelle und so Ängste abbauen kann. Klingt harmlos, doch ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Wir sind immer in Kontakt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass jemand da willenlos liegt. Das ist ja so ein bisschen die Vorstellung. Man kann jederzeit zurückkommen. Ich frage ja immer nach. Also das ist, ich finde, das ist ein Dialog auf einer anderen Ebene. Ich mache inzwischen hobbymäßig CrossFit, ein Kraftausdauersport. Die Angst, der ich mich heute stellen will, liegt im Gewichtheben. Du sagst, du hast Angst, dass dir das Gewicht auf den Kopf fällt. Genau, genau. Okay. Also mittlerweile bin ich ja beim CrossFit und da gibt es eben eine Übung, die heißt Snatch bzw. das klassische Reißen. Und da merke ich, sobald da mehr Gewicht auf der Stange ist, habe ich Angst. Also dann breche ich die Übung sozusagen ab. Davor läuft es super und dann breche ich die Übung ab, weil ich Angst habe, irgendwie ja sowas Schweres über meinen Kopf sozusagen zu hieven. Wenn wir es mal skalieren, die Angst. Ja, zwischen 0 und 9, 0 wäre keine Angst, 9 maximal. Wo stufst du dich da ein? Ich glaube, in dem Moment, also wo ich die dann fallen lasse, bin ich schon bei so einer 7. Mhm. Und warum nicht bei 8? Weil ich eigentlich weiß, dass ich es kann und keine Angst haben müsste. Wenn du magst, du kannst, es geht mit offenen Augen, man kann sie auch schließen, ne? Und einfach mal so reingehen in dieses Gefühl und sich jetzt mal vorzustellen. An welchem Ort befindest du dich jetzt? Ich stehe gerade an meiner CrossFit-Box und habe die Stange so in den Händen und gucke in die CrossFit-Box rein. Wie ist denn das Gefühl mit der Stange zusammen? Hast du das Gefühl, eins zu sein? Ist das wie ein Freund, Freundin? Ist es was anderes? Also eins sind wir nicht. Schon was anderes, aber erstmal so dann vielleicht Freunde, die jetzt zusammen ein Projekt haben. Reicht es, um dieses Projekt zu steigern? Ich glaube, wir sollten schon beste Freunde sein. Sabine arbeitet mit mir heraus, dass das, was zu einer besten Freundschaft fehlt, der regelmäßige Kontakt ist. Mit Kind und Job ist der nämlich zuletzt etwas spärlich geworden. Mir fehlt die Routine. Sabine regt an, mir mal vorzustellen, dass ich ganz regelmäßig mit der Stange trainieren würde. Was verändert sich denn dann? Habe ich auf jeden Fall weniger Angst vor ihr. Also fühle mich dann bestenfalls wirklich eins mit ihr. Und habe dann vielleicht auch nicht so Angst, wenn sie schwerer wird, weil sie dann eher was Vertrautes für mich ist. Ja. Gehen wir mal bis hierhin. Und du nimmst all deine ganzen Ressourcen, Erkenntnisse, Stärke auch, Vertrauen und die Gewissheit, dass es irgendwann optimal laufen wird, wenn man genug Vertrauen aufgebaut hat, einfach richtig gute Freunde ist, einfach wieder mit hierher, mit in diesen Raum. Jetzt muss ich ins CrossFit. Ja, wie geht's dir denn jetzt? Gut. Irgendwie bin ich total erleichtert, dass du mich nicht an den Moment geführt hast, wo ich auf einmal mit 40 Kilo das hochheben musste. Die Hypnose-Erfahrung bei Sabine war spannend.
Auch wenn ich mich nicht wirklich in einem tranceartigen Zustand befunden habe, so war es doch ein intensiveres Gespräch als unter normalen Umständen. Und die Erkenntnis, dass die Handelsstange meine beste Freundin werden muss, hilft mir tatsächlich weiter. Doch wie findet man überhaupt Hilfe? Gerade als junge Sportlerin hätte ich das nicht gewusst. Always been loud in a quiet way. I always feel alone in a crowded place. I always wanna. Auch Julia hätte sich Unterstützung gewünscht. Heute macht sie Yoga als Hobby. Früher war sie Leistungssportlerin. Wir kennen uns ein bisschen, weil wir als Jugendliche in Hessen auf denselben Leichtathletik-Wettkämpfen waren. Die alten Fotos aus Julias Album katapultieren mich sofort zurück in meine Leichtathletik-Anfänge. Doch im Gegensatz zu mir hat Julia nicht nur gute Erinnerungen an diese Zeit. Hier dieses Bild, ich erinnere mich wirklich noch 100%ig an diesen Wettkampf. Es waren hessische Meisterschaften in Alsfeld, 1500 Meter. Es hat geregnet und ich kenne mein Gesicht und man sieht, alle sind angespannt, aber mein Gesicht, das ist wirklich versteinert und mir war schlecht, mir ging es nicht gut. Ich hatte so eine Panik, weil sozusagen, alle waren da, alle sind weit gefahren, mein Trainer kam extra dahin und so weiter und Jetzt musst du liefern so ungefähr, ne? Ich habe heute Morgen noch für mich den Gedanken gehabt, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich an den Start gegangen bin, ohne dass es mir wirklich schlecht ging vorher, also mit Übelkeit, morgens keinen Appetit und das aber auch in dem Maß, dass ich an der Startlinie stand und dachte, ich will hier nicht stehen. Ich habe auch jetzt quasi so für die Doku so ein bisschen drüber nachgedacht und was ich eigentlich bei mir selber feststelle, dass ich auch rückblickend in der Leistungssportzeit eigentlich oft Schlafprobleme hatte. Ja. Also dieser Druck, du guckst, ich weiß noch, ich habe so einen digitalen Wecker da stehen, du siehst so, Scheiße, ist schon wieder eine halbe Stunde rum, du bist immer noch nicht eingeschlafen, morgen ist Wettkampf. Genau, wegen des Wettkampfes, genau. Du musst ausgeschlafen, du musst fokussiert sein, es muss alles passen und irgendwie hat dann gar nichts mehr funktioniert. Leistungsdruck und Angst kennt wahrscheinlich jede Sportlerin, die Wettkämpfe oder Turniere bestreitet. Bei Julia waren die Ängste aber so stark, dass sie im Wettkampf ihre guten Trainingsleistungen nicht abrufen konnte. Oft kam sie sich deshalb ungenügend vor. Meine Eltern sind auch schon sehr anspruchsvoll, also voller Liebe und voller Unterstützung. Und sie würden nie mir das Gefühl geben, ich bin irgendwie nicht wertvoll oder so, gar nicht. Aber trotz allem habe ich immer gespürt, dass sie natürlich auch wollten, dass ich erfolgreich bin. Für mich wahrscheinlich am Ende, damit ich glücklich bin. Das heißt, den Druck sozusagen, den Leistungsdruck hast jetzt nicht nur du dir selbst gemacht, sondern auch so ein bisschen dein Umfeld. Also vor allem Trainer natürlich irgendwie. Ja. Das war jetzt nicht durchgängig, dass ich das Gefühl hatte, ich werde so gegängelt oder so. Aber ich habe schon gespürt mit dem Wechsel irgendwie in die Leistungsgruppe, das war im Training ein ständiges Vergleichen, ein ständiges Schauen auf die Zeiten. Schlechte Tage konntest du haben, aber bitte nicht zu häufig. Und Thema Körper stand extrem im Fokus. Und ich hatte Äußerungen von meinem Trainer, da war ich so 17, so im Sinne von ja noch 8 Kilo abnehmen und dann wird es irgendwie mit der Bestzeit über 800 was und 8 Kilo sind 8 Kilo. 8 Kilo ist brutal. Nicht nur brutal, sondern absolut verantwortungslos von ihrem damaligen Trainer. Dieses Thema und auch den Umgang mit ihren Ängsten hat Julia als Jugendliche mit sich selbst ausgemacht. Hilfe von Erwachsenen gab es nicht. Rückblickend hätte ich mir, glaube ich, auch Umfeld oder Trainer gewünscht, die auf diese emotionale Belastung mehr eingegangen wären. Ne? Also es war klar Thema, aber gefühlt auch immer nur Thema mit, kriegt es in den Griff, damit wir am Ende irgendwie die Leistung abrufen können. Und nicht, hey, wir sollten mal schauen, was dein Problem eigentlich ist. Erst mit ihrem Auszug fürs Studium schafft Julia genug Distanz zu ihrem Verein und ihrem Elternhaus, um ihr Verhältnis zum Sport zu überdenken. Sie hört auf mit dem Leistungssport und findet ihre Liebe zum Yoga. Praktischerweise befindet sich direkt unter Julias Wohnung ein Yogastudio. Gemeinsam wollen wir uns hier ein bisschen durchbewegen. Wenn du auch die Augen schließt und sozusagen in dieser Bewegung ankommst, wird kein anstrengender Flow, einfach so, um uns ein bisschen durchzubewegen nach diesem harten Arbeitstag, den wir hatten. Yoga tut Julia noch aus einem weiteren Grund gut. Vor einem Jahr bekommt sie die Diagnose MS, Multiple Sklerose.
Es beginnt mit einem tauben Bein, sodass Julia es denkt, es sei ein Bandscheibenvorfall. Relativ zeitgleich kamen andere Symptome dazu. Ich hatte Wortfindungsstörungen, ich hatte Probleme, meinen Urin zu halten, ich hatte Probleme in der rechten Hand mit der Motorik, ich hatte kein Warm-Kalt-Empfinden mehr an den Beinen und genau, dann kam ich ins Krankenhaus. Meine Diagnose hatte ich nach 5 Tagen. Glücksfall, aber auch kein Raum für Verarbeitung. Also das ging super schnell von, ach ja, Bandscheibenvorfall, irgendwie, ich lass ausheilen, fertig, zu, ich bin chronisch krank und was heißt das eigentlich für mein Leben? Richtig, und das krass. Waren, also es waren, ich glaube, wirklich die härteste Zeit, die ich bisher in meinem Leben hatte. In der Zeit wurde mir bewusst, wie sehr ich das Laufen liebe. Das, was ich ja so gefühlt jahrelang nur für andere gemacht habe, dann abgelehnt habe, habe ich plötzlich gemerkt, geil, ich stehe drauf, ich mag das Gefühl, ich kann es vielleicht nicht mehr. Das war für mich ein großes Ding, dass ich dachte, ich kann nie wieder joggen gehen oder auch wandern. Julia hat eine hochaktive Form von MS und muss starke Medikamente nehmen. Wieder ist es Yoga, das ihr zurück zum Sport hilft. Inzwischen kann Julia auch joggen gehen. Sie sagt, sie verspürt eine ganz neue Dankbarkeit für die Leistung ihres Körpers. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich laufe, egal ob es 3 Kilometer oder 7 sind, das, was ich vor ein paar Jahren noch hatte, ich dachte, oh, 3 Kilometer, dafür hättest du früher die Schuhe nicht angezogen, ist weg. Ich bin einfach nur glücklich, ich finde es einfach super und denke mir nur, auch wenn heute die Beine schwer sind und ich kann nicht mehr und ich schnaufe und rot und schwitze und komme nicht voran, egal, ich bin draußen und ich kann es einfach noch. Und ich glaube, das ist eine riesige Erkenntnis auch fürs eigene Ich. So. Ja, aber das klingt jetzt auch so, als ob die Krankheit dir letztlich geholfen hat, eigentlich auch ein bisschen Frieden mit diesem Leistungssportkapitel zu schließen. Total, ja. Ja. Einfach auch, vor allem auch zu wissen, ich habe den Sport wirklich mal aus Freude angefangen. Ja. Weil ich habe immer so gedacht, vielleicht habe ich den auch einfach nur gemacht, weil ich gut war. Und jetzt zu spüren, nee, ich laufe wirklich gern. Ich laufe wirklich gern und das war die Basis, lässt mich auch wirklich da ein bisschen friedvoller drauf blicken. Mentale Gesundheit im Sport, sie ist ein unsichtbarer Gegner. Sie kann uns runterziehen, klein machen, vollkommen unvorbereitet treffen und hilflos zurücklassen. Viel zu oft ist sie noch ein Tabu. Dabei sollten wir offen über sie sprechen und uns diesem Gegner stellen. Wir können sie herausfordern, an ihr wachsen und über unsere Ängste siegen. Bestenfalls ist die mentale Gesundheit gar kein Gegner, sondern eine treue Begleiterin. Eine, die uns im Sport stark macht. Wenn ihr diese Doku gerade spannend fandet und wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut gerne in der ARD Mediathek weiter. Klickt dafür einfach hier. Und wenn ihr Lust habt auf weitere spannende Dokus von der Sportsfreundin zum Thema Motivation, zum Thema Sporternährung oder zum Thema Sport und Libido, dann klickt gerne hier.